Herzlich willkommen zur weiteren Fotokarte auf dem Marsch. Wir fahren jetzt zum Wald, ins LKW. Und werden dann gleich ein paar Bäume fällen. Unsere erste Sau hat Vettel bekommen, 9 Stück. Das heißt, sie werden wir entsprechend bei Gelegenheit, wenn ein paar mehr geworden sind, ein paar als 9, überfahren zu unserem neuen Stall, der noch Wiese Nummer 26 steht. Was wir jetzt als Fläche für unsere Schweine nutzen werden. Vorerst Stall Nummer 1, dann kommt noch Stall Nummer 2 und 3. Je nachdem, wie die Sauen jetzt ihre Jungen kriegen. Also etappenweise. Das heißt, jetzt haben wir Mitte Sommer. Das heißt, die Sau, die jetzt gerade Jungtiere gekriegt hat, also Ferkel, vielleicht kriegt ihr ein Vierteljahr wieder. Und wenn das so der Fall ist und dann im Vierteljahr, oder wenn der Stall voll ist, sagen wir so, wenn die 90 Tiere voll sind, dann bauen wir den zweiten Stall. Dann haben wir immer den, können wir immer erkennen, wie zum Beispiel Tiere zum Schlachthof gefahren sind, den wir noch bauen müssen. Ne? Leerpaletten und andere Paletten, Bretterpaletten, OBS und all die Dinge habe ich schon verkauft. Die sind weg, die ersten. Jetzt wollen wir nur sehen, dass wir im Schwung Bäume hinbekommen, dass wir dann noch mal durch verkaufen können. Dann haben wir auch das Geld näher vom Schlachthof. Erntedreif ist noch nichts. Das sieht danach aus, dass es noch ein bisschen dauert. Ich schätze mal Anfang Herbst. Nur grob geschätzt. Muss ich kurz leiser machen, das ist nicht gut. Das ist nämlich störend. So, auf Lautbus. Ich wünsche allen einen schönen vierten Advent. Ich habe mal dran gedacht. Nee, Quatsch. Na, ich wünsche einen schönen, aber ist noch nicht. Bringen wir durcheinander. Das ist die andere Folge. Heute ist dann Dienstag. Jo. Ein paar Tage sind noch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen dritten gehabt. Ja. Ja, lass mal hier so stehen. Na, ist ungünstig. Aber das ist ja kein Holzaufladerhänger, ne? Ja, genau. Gut, lass mal stehen. Wir fahren ja zurück. Nee. Lass stehen. Mal sehen. Wir haben ein paar Bäume fällen. Dann holen wir den anderen Hänger. So. Tüdelig sei grüßen. Naja. Ist zum Glück Wochenende. So, jetzt hüpft er vom Baum. Ja, ich will nicht sagen Alzheimer, aber zeige das nicht. Aber nur manchmal. Ich sage mal urlaubsreif. Aber das kommt ja nächste Woche. Also übernächste Woche. Zu Weihnachten, zu Urlaub. Da bin ich froh drüber.
Ah, 14 Tage ist dann vorbei. Ich habe ja vor, nach links zu fahren, zu mir nach Hause. Nach Deutschland. Und 4 Tage ein bisschen erholen. Mal gekocht werden. Ja, auch was Schönes. Ob du das Wetter mitspielst, meine größte Sorge, dass irgendwie so schlimm wäre oder Schneesturm wäre oder so. Mit Regen, gut, ist nicht ideal, aber werde ich überleben. Regen geht noch. Wenn es wild ist, wenn es ein Wechselwetter ist, mit Schnee und so. Ungünstig, aber gut, mal sehen. Bisher sind ja die Vorhersagen auf mild ausgerichtet. Obwohl ich mir lieber zu Weihnachten wünschen würde, dass das im Schnee liegen würde oder zumindest kalt. Aber nach Wünschen geht nicht. Aus dem Auto fahren ist es besser als mild. Ups. Wir haben Glück gehabt, dass er nicht rausgeworfen hat. So. Schauen wir heute ein paar Formen fertig kriegen. Ob ich das entsprechend noch bearbeiten kann. Das Bearbeiten dauert nicht lange, aber das Verarbeiten dauert nicht lange. Habe ich ein neues Display ins Leben gerufen. Mal das anderes Thema. Überlebenskampf. Lässt sich eigentlich relativ schwer spielen und auch interessant. So, wenn es gefällt. Einfach mal reinschauen. Aber jeder hat einen eigenen Geschmack, sagt man so. Das ist vollkommen okay, wenn man nur LS schaut. Aber ich spiele ja mehrere Sachen, ne? Also das ist ja nicht nur das hier LS, sondern auch andere Dinge. Natürlich muss es auch geeignet sein. Das heißt, sollte, naja, auch jugendfrei sein, also unter 18. Ich habe von 18 Jahren nichts gelesen im Spiel. Obwohl das schon grenzwertig ist, also mit 16 würde ich schon empfehlen. Ich will die 3D spielen, ne? Die Deckung geht. Mit VR-Brille kann man LS auch spielen. Aber da hat den Nachteil, man sieht hier die ganzen Bedienungselemente nicht. Ne? Ich greife jetzt zwar auch teilweise blind zu, aber komplett blind ist nichts. Dann müssen wir doch warten, dass wir das hier entwickeln. Ne? Also ich glaube eher daran nicht. Eher für die Masse. Würde sich nicht lohnen, weil viele das so gar nicht spielen könnten. Also, man muss ja extra das Ding dafür haben, ne? und die entsprechende Hardware dafür. Das kannst du mit einem kleinen PC dann nicht mehr spielen, also das mit VR. Der Monitor sicherlich schon. Aber schauen, ob sich so ergibt. Die schweigen ja immer, die Brüder, was die entwickeln.
Aber denkt man nächstes Jahr, wenn du zu weit ist, das Gamescom und so, dann werde ich nicht entsprechende Meldungen rausbringen. Oder andere, oder ja, meistens hier, ich kenne einen Sachsen-Player, der hat letztes Jahr, wo 19 raufkam, ganz gut informiert. Kann ich nur empfehlen, wenn man Informationen haben möchte, der macht das gut. Der macht ganz Interviews und so. Da kann man Sachen auf die erste Stelle, sondern Interviews, ne? Also da kann man hier natürlich reguliert, ob alles so kommt, ne? Da hat man gesagt, kommt eine Feuerwehr. Ja. Die Feuerwehr war da, aber nur als Gebäude. Naja gut, da kann man ja gerne was machen, ne? Aber also noch geht ja vieles, ne? Also immer froh, dass ich hier Wald hier nicht brennt, ne? So, ich habe jetzt hier eine neue Beta-Version von Seasons. Wo ich eine Veränderung in den Sinne nicht bestelle. Müssen wir mal kurz gucken, ob das zeigt. Oder ob sie nur Fehler ausgemerzt haben, aber das kann ja auch sein. Da ist mal was gucken. Kühe ist klar, 72. Die Erntezeit hat sich im Grunde auch nichts geändert. Es gibt natürlich im Winter Ernten, bis auf Ölrettich und Pappel im Winter, ja, Pappel im Winter sicherlich. Aber als andere Zuckerrüben zum Beispiel, man muss dazu sagen, wenn Temperatur im positiven ist, dann machen sie vielleicht gehen. Aber ansonsten ist das garantiert nicht ideal. So, was haben wir am Wetterbericht? Wir haben jetzt einfach trocken, das ist immer ganz gut. Heute Donnerstag, zwei Tage. Also das ist dann kommt schon der späte Sommer. Kalt, ne? Zwei und dann ist das schon der Herbst. Freitag, Samstag. Okay, da ist der Herbst. Nein, ja. Hier kriegen wir einmal Regen. Feucht dann auch immer. Die Wachstumszeiten, ja. Preise. Klar, ich habe einen Keller. Weizen natürlich im Winter verkaufen. Aber wir haben eh nichts. So, Fruchtbarkeit. So, 6 Tage. Schneespuren, Schneemodus. Man könnte ja, wenn es so nass ist, mal ausschalten, ne? So, no. Dann wäre das auch möglich. Wir brauchen eigentlich die Ernte verrottet, weil wir nicht genug Zeit haben. Aber in 6 Tagen müsste das eigentlich klappen. Sollte funktionieren. Was meint ihr? Sind die 14 Folgen zu viel oder zu wenig? Nur dazu sagen, doppelte Arbeit, ne? Aber wir kommen voran, ne? Das muss man dazu sagen, ne? Also sonst schaffen wir die Schweine nicht. Jahre zu kriegen, ne? Also ich würde die bei 4 Jahren verkaufen, aber das haben wir, ja, kann man nicht sehen. Okay, aber das ist das erste Jahr. Oder 2 Tage mit Schnitt. So. Spielwoche, also das hieße in 3 Wochen wäre eine Jahreszeit rum. Also wenn wir jetzt im Januar ungefähr rechnen, wäre jetzt im Januar näher der Winter. Beziehungsweise im Frühling. Also Januar. Ich würde mal sagen, Februar ist wieder neu Sommer.
Ungefähr, jetzt noch nicht genau rechnen. Könnte aber auch im Winter auf 3 Tage umsteuern, dann kommen wir mit dem Schneider voran, ne? Wir können ja mehrere Geräte parallel laufen lassen, dann kann man das schaffen. Nur bei 3 Tagen ist ein Risiko beim Wetter, ne? Dass da überhaupt ganz schlecht wird. Und hier haben wir bisher wenig Regen gehabt. Bisher im Großen und Ganzen. Daran denken wir an der Turing-Karte, da war das alles ein bisschen mehr. Da wollen wir uns auch nicht anders abschauen. Dann haben wir nicht einfach in den Kutzen und so. Ist mir hier noch nicht aufgefallen. Vielleicht würden sie hier auch kutzen. Ich weiß es nicht. Hier geht er auch nicht. Ich habe ihn gesehen. Wir hatten ja auch wenig Regen im Großen. Ich habe ja so einen Bewässerungsmod zu Not. Mal trocken sein sollte, aber die weiß ich, was funktioniert. So, und die Zeit. 16. So, die 3-4 Bäume machen wir noch. Haben wir geschafft, ne? Müssen wir noch eine Zeit achten, dass es nicht zu lange wird. Und dann sind die 14 Folgen auch nicht so krass. Ne? Also immer zu lang. Ne? Also Folgen mit 30 Minuten und so. Ja, super grau kann man nicht sagen. Ne? Wenn es nur eine ist, ist das nicht tragisch. Aber wenn es alle sind, dann ist es sofort zu merken, wenn man doppelt gemacht hat. Ne? Was letztlich darum geht, den Hochladen. Ne? Das dauert dann sehr lange. Sehr lange. Auch für meine Verhältnisse sind da aber nicht mehr. Obwohl ich eigentlich schon eine sehr hohe Geschwindigkeit habe, mit 50 Megabyte pro Sekunde. Aber vom Video unter normaler Länge, 18 Minuten, halt mal so um die 3,5 Gigabyte, ist schon heftig. Also, aber soll ja auch mit guter Qualität da kommen, ne? Also das mit der Qualität, das ist nicht so gut. Das sind dann ganz unglücklich, sagt man so. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt dann noch ein bisschen in den Winkel. Danke mal fürs Reinschauen. Wenn ihr schon Laune habt, in der nächsten Folge weiter. Tschüss.